Katharina, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale beim Stuttgarter Stadtpokal. War ein großartiges Match, fast 3 Stunden. Sie kam durch die Quali. Am Ende hast du von außen für uns einfach fitter gewirkt. Hat sich's für dich auf dem Platz genauso angefühlt? Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, dass sie auch am Ende platt war. Ihr Oberschenkel war auch recht zu, hat sie mir gesagt jetzt am Ende. Ja, am Ende habe ich es halt einfach ein bisschen versucht mit Mix und dann einfach drauf. Es war halt wirklich 1, 2 Bälle, Linie hier und da und dann bin ich mit 3-0 weg und ich glaube, das hat sie einfach gebrochen. Okay, danke. Du bist im zweiten Satz, im dritten Satz mal kurz stecken geblieben oder Ende des zweiten, meine ich, war es, Anfang zweiter war es. Rechter Oberschenkel, hast dich kurz behandeln lassen. Was hat der Physio gesagt? Ist es was Schlimmes? Beeinträchtigt sich irgendwie für morgen? Wie gehst du jetzt noch vor heute? Ja, ich bin irgendwie stecken geblieben und dabei ist mir so das Bein so weggeknickt und ich wollte es nochmal zurückziehen, dass ich nicht umknicke. Und dabei hat es mir so einen Stich in den Oberschenkel gegeben und er meinte, es könnte so eine Überdehnung sein. Ja, ich lasse mich jetzt behandeln, lasse es einfach vertapen und dann stelle ich mich morgen auf den Platz. Morgen 14 Uhr im Finale. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Danke. Danke.